Wie schnell, liebe Schwestern und Brüder, ist man in diese Falle getappt, die man oft nachlesen kann. Jesus, der große Befreier vom Joch alttestamentlicher Gebote, der sich die Freiheit nimmt, sich einfach darüber hinwegzusetzen. So wie ein Dauerpubertierender, der meint, er muss sich an keine Regelungen halten. Das ist oft gängige Auslegung gerade unserer Stelle. Dabei vergisst man den entscheidenden Punkt dieser Perikope. Dass Jesus das Recht hat, Gebote zu setzen, weil er der Herr ist. Die Konsequenz daraus ist, dass wir jedes der Worte Jesu zu befolgen haben, weil er der Herr ist. Und er handelt nur so hier, auch in diesem Kontext im Evangelium, weil er der Herr ist. Er sagt es selber am Ende. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Er ist gekommen, die ursprüngliche Ordnung wiederherzustellen. Und dazu gehören immer Gebote Gottes. Wir sind dabei, dieses Wort zu eliminieren, weil es uns nicht passt, weil es den Menschen suggeriert, es sei eine unglaubliche Last. Dabei sollten wir nie vergessen und uns immer in Erinnerung rufen, dass die Gebote Gottes keine Bürde sind, sondern die Grundlage von Freiheit. Wer sollte in der Lage sein, besser Gebote aufzustellen als Ermöglichung von Freiheit, als der, auf den diese Welt zurückgeht, der ihr Schöpfer ist? Alles, was wir heute so nennen, schöpfungsgemäß leben, wir grenzen das alles ein auf irgendwie ein Verhältnis zur Natur und wir korrigieren ein bisschen an der Wirtschaft herum und wir sind ein bisschen ökologisch. Das ist alles viel zu wenig. Das ist nicht falsch, aber es ist zu wenig. Es ist eigentlich nur ein kleiner Zipfel des großen Ganzen. Es geht darum, mit dem ganzen Menschsein, mit dem ganzen Dasein uns einzulassen auf diese Ordnung Gottes, die Ermöglichung von Freiheit ist, Befreiung von allen Zwängen. Man sieht das und hört das leider zu wenig in der Verkündigung der Kirche, weil wir uns aufdiktieren lassen von außen, was angeblich alles so bedrängend ist. Welche Kraft zur Freiheit entsteht, sehen wir bei diesem tastenden Samuel heute. Der hat bestimmte Vorstellungen. Nachdem Saul verworfen ist, wird er gesandt zu Isai nach Bethlehem, einen seiner Söhne zu salben. Und wir sehen das gleich beim ersten, kommt das menschliche Kriterium ins Spiel. Oh, der ist so ähnlich wie Saul. Eine stattliche Erscheinung. Ein König muss ja irgendwie was hergeben. Kann nicht so ein Mickermännchen sein. Also stattlich ist er. Der ist es. Nein, er ist es nicht. Samuel wird noch einmal neu in das eingeübt, was zur Verwerfung Sauls geführt hat, nämlich auf das Wort Gottes zu hören, sein Gebot zu beachten. Und alle sieben sind vorgeführt, um dann am Ende die Frage, ja, bin ich jetzt umsonst hier hingekommen? Gibt es sonst noch einen hier in diesem Beritt? Ah ja, der Knilch, der ist bei den Schafen. Ja, aber der Knilch ist es. Der Kleine, der auf die Schafe aufpasst. Und wir wissen, welche Geschichte das freisetzt. Welche spannende, auch leidvolle Geschichte zwischen Gott und David. Aber eine Geschichte, die beginnt mit dem Hören auf Gottes Gebot, auf sein Wort. Und die hat eine solche Kraft, dass wir als Christen an dieser Geschichte nicht vorbeikommen, sondern Christus selber als Sohn Davids bekennen und feiern. Und dass selbst im säkularen Judentum des heutigen Israel man ohne die Geschichte Davids nicht auskommt. So ist es immer. Wenn Menschen sich vom Gebot Gottes führen lassen, sich darauf einlassen, dann entdecken sie einen großen, großen, den eigentlichen Freiraum. Und immer beginnt eine neue Geschichte, die in wirkliche Freiheit führt.